Hey, willkommen zurück am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich für dich die 10 Grundlagen für erfolgreiches Frauenansprechen mitgebracht. Ich habe diese Erfahrung aus meinen 5 Jahren als Trainer und Coach, aber auch in den über 3000 Frauen, die ich in der ganzen Zeit selbst angesprochen habe. Und deswegen kriegst du dafür mir die 10 wichtigsten Regeln für deinen Erfolg beim Frauenansprechen. Bevor wir aber gleich in das Video durchstarten, habe ich noch ein kleines Geschenk für dich. Und zwar kannst du dir hier im ersten Link oder oben auf dem Infopunkt mein gratis Flirt-Dokument, die 3 mächtigsten Anziehungsschalter runterladen. Das kann ich dir nur empfehlen, wenn du dieses Video guckst und am Thema Frauen ansprechen interessiert bist. Im Dokument verrate ich dir die 3 mächtigsten Anziehungsschalter, wie der Name schon sagt. Das heißt, ich verrate dir, was Frauen wirklich anzieht, und das wirst du brauchen in deinem Umgang mit Frauen, wirst du brauchen, wenn du Frauen ansprichst. Die erste und wichtigste Regel ist, lerne viele Frauen kennen. Das sehe ich immer wieder bei Coaching-Teilnehmern, das sehe ich immer wieder bei Männern allgemein. Sie sind unterwegs, dann lernen sie ein paar Frauen kennen oder sprechen ein paar Frauen an, dann funktioniert es vielleicht nicht so gut und dann lassen sie es wieder. Oder sie sprechen ein paar Frauen an, lernen eine Frau kennen, schießen sich dann komplett auf diese eine Frau ein und lernen keine neuen Frauen mehr kennen, weil sie denken, oh, das ist jetzt die eine tolle Frau. Und das kann ja auch gerne die eine tolle Frau sein. Es ist aber wichtig, dass du viele Frauen ansprichst, dass du viele Frauen kennenlernst, denn du willst ja wahrscheinlich die Frau, die wirklich gut zu dir passt, mit der du eine wirklich geile Beziehung führen kannst. Oder wenn du auch viel Sex aus bist, dann willst du halt viel Sex haben und dann musst du vor allem viele Frauen kennenlernen, viele Frauen ansprechen, um die auszusortieren, die nicht passen. Das heißt, gewöhne es dir so ein bisschen an, viele Frauen kennenzulernen, viele Frauen anzusprechen und auch wirklich aktiv zu sagen, ja, ich sortiere hier auch aus. Ich suche die Frauen, die zu mir passen, und nimm nicht die erstbeste, die dahergelaufen kommt. Das ist keine besonders attraktive Eigenschaft, und zu wenig Frauen anzusprechen ist für 99% der Männer das größte Problem. Ich sage immer, wenn du viele Frauen ansprichst, dann hast du schon 80% der Sachen gemacht, die du machen musst. Dann gibt es natürlich noch andere Sachen wie Hartnäckigkeit, wie Kommunikationsfähigkeiten, Flirtfähigkeiten, die die restlichen 20% ausmachen. Aber wenn du regelmäßig Frauen ansprichst, dann wirst du irgendwann erfolgreich sein, selbst wenn du immer wieder das Gleiche machst, wirst du irgendwann einen gewissen Erfolg bekommen. Deswegen ist das Allerwichtigste, zuallererst mal viele Frauen anzusprechen, viele Frauen kennenzulernen, weil alles andere baut darauf auf. Die zweite Sache ist, Ablehnung nicht zu persönlich zu nehmen. Und da will ich gerne mal deine Meinung haben. Schreib mir mal in die Kommentare, was du so für Ablehnungen erlebt hast. Was war so das Schlimmste, was du mal zu hören bekommen hast? Bei mir war es, ich kann mich auch nicht genau daran erinnern, weil es einfach so viele Frauen waren mittlerweile. Vielleicht war es mal verpiss dich, aber ich glaube, selbst das habe ich noch nie gehört. Also ich hatte, glaube ich, noch nie eine Frau, die wirklich unfreundlich zu mir war. Gestern zum Beispiel, als ich in Fields Film war, da ist eine Frau, ich habe sie angesprochen, sie hat mich komisch angeguckt und sie ist einfach weggegangen. Ich glaube, das war einfach so das höchste der Gefühle, was ich jemals erlebt habe. Du kannst nicht persönlich abgelehnt werden von einer Frau, die vielleicht nicht mal ein einziges Wort mit dir gewechselt hat. Wenn die Frau nicht mit dir spricht, kann das Millionen Gründe haben und ganz wenige davon haben direkt mit dir zu tun. Natürlich mit der Zeit, und wenn du geübter wirst, wenn du einfach dein Leben als Mann auch gestaltest, wirst du attraktiver auf Frauen wirken und wirst mehr Frauen bekommen, aber nimm Ablehnung nicht persönlich, denn das können sie gar nicht sein. Ja, eine Frau kann dich nicht persönlich ablehnen, wenn sie dich überhaupt nicht kennt, und wenn ihr nicht miteinander geredet habt, dann kennt sie dich nun mal nicht. Ja, wenn du eine Frau über einen längeren Zeitraum triffst, über mehrere Monate, und dann sagt sie, dass sie keine Lust hat, dich weiterzutreffen, dann könnte man das als persönliche Ablehnung bezeichnen. Aber nicht, wenn du eine Frau ansprichst und von vornherein im Grunde nichts passiert, dann war das keine Ablehnung. Mach dir keinen Stress, das passiert jedem, das passiert auch den besten Coaches. Du siehst auf YouTube zwar von manchen Coaches immer nur erfolgreiche Flirts, aber das liegt daran, dass sie dir die unerfolgreichen Flirts halt nicht zeigen. Auch wir Coaches, wir Trainer, jeder, der da draußen unterwegs ist, jeder Trainer, jeder Mann hat Ablehnung. Das ist ganz normal, gehört dazu und ist überhaupt nichts Schlimmes. Die dritte Sache ist, dass du so viel Zeit mit der Frau vor Ort verbringen solltest, wie du kannst. Denn je mehr Zeit du vor Ort mit der Frau verbringst, wenn du sie angesprochen hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie euch auch wieder sieht oder dass du sie vielleicht direkt mit zu dir nach Hause nimmst. Was auch funktioniert, das funktioniert auch am Tag. Ja, habe ich auch schon erlebt. Je mehr Zeit du mit der Frau verbringst, desto fester, desto vertrauensvoller ist die Verbindung, die ihr zueinander habt, und desto besser funktioniert das einfach. Das heißt, optimalerweise machst du mit der Frau so ein kleines Instant-Date, so ein Sofort-Date, gehst mit ihr kurz einen Kaffee trinken, setzt dich mit was zu trinken ans Wasser oder irgendwie sowas, und von da aus kannst du es dann halt unter Umständen, wie gesagt, noch weiterspinnen, kannst die Frau direkt mit zu dir nach Hause nehmen, kannst mit zu ihr gehen, kannst
mit ihr noch länger den Tag verbringen, was auch immer du möchtest. Aber je mehr Zeit du mit ihr verbringst, desto besser. Je länger deine Gespräche sind, normalerweise, desto besser. Denn je mehr Vertrauen baut ihr auf und die Frau gewöhnt sich an dich. Und wenn ihr dann noch ein Sofortdate habt, dann habt ihr noch einen gemeinsamen Ort zusammen erkundet, einen anderen Ort. Und das ist einfach ein riesiger Vorteil für dich. Deswegen verbring so viel Zeit mit der Frau vor Ort beim Kennenlernen wie möglich. Die fünfte Sache ist, dass du laut und deutlich sprechen solltest, ganz egal wo. Das heißt, egal ob du jetzt in der U- oder S-Bahn bist, ob du in der Buchhandlung bist. Das hatte ich letztens, wo ich in der Buchhandlung dazu tendiert habe, ein bisschen leiser zu sprechen. Du solltest an jedem Ort einfach laut und deutlich sprechen. Und das ist ganz wichtig, denn wenn die Frau das Gefühl hat, du fühlst dich nicht wohl in der Kommunikation, also in eurer gemeinsamen, dann wird sie sich auch nicht wohlfühlen. Aber wenn die Frau merkt, okay, das ist ein Mann, der ist auch in einer Situation, die sozial so ein bisschen mehr Druck ausübt, wie zum Beispiel der U-Bahn, kann der trotzdem noch laut sprechen und steht dazu, was er da sagt. Also es geht nicht darum, rumzuschreien, ey, ja, ja, geile Chick, was geht ab? Willst du mehr blasen? Also es geht nicht darum, rumzuschreien, sondern es geht einfach nur darum, laut zu sprechen, so wie ich jetzt gerade, laut und deutlich und nicht so zu sprechen, so, Entschuldigung, ich habe dich gesehen und das ist jetzt voll komisch, aber ich finde dich ganz süß. Ja, es geht darum, einfach klar und deutlich zu sprechen. Wie gesagt, du musst nicht schreien, aber du sollst der Frau damit kommunizieren, hey, ich bin Herr dieser Situation, alles in Ordnung, kein Stress, ich bin das gewohnt, ich kann diese Situation leiten. Und damit kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt, nämlich übernehmen Führung, übernehmen Verantwortung für das Gespräch. Das Gespräch ist deine Verantwortung, denn du hast es auch eröffnet, deswegen erwarte nicht, dass die Frau auf dich zukommt oder irgendwas tut, sondern übernimm du die Führung im Gespräch. Das heißt, du sorgst dafür, dass im Gespräch gesprochen wird, du leitest das Ganze. Warte nicht darauf, dass die Frau dir vorschlägt, Nummern zu tauschen. Warte nicht darauf, dass die Frau dich auf ein Sofort-Date einlädt, wobei mir das schon ein paar Mal passiert ist. Aber erwarte das einfach nicht. Geh davon aus, dass das deine Verantwortung ist und übernimm die Führung. Das gilt für alle anderen Bereiche des weiteren Verlaufs auch. Ja, für den ersten Kuss, für Sex, für das Date, alles deine Verantwortung. Geh einfach davon aus, dass du da die Verantwortung hast. Klar, es gibt auch Frauen, die küssen dich zuerst oder die initiieren Sex. Es gibt Frauen, die schlagen von sich aus zuerst Treffen vor. Das ist aber eigentlich sehr selten. Das heißt, geh davon aus, du hast für all diese Sachen Verantwortung. Mach sie einfach. Und wenn die Frau nicht bereit ist zu dem Zeitpunkt, dann wird sie das schon sagen. Und dann kannst du es später einfach erneut probieren. Es ist deine Verantwortung. Übernimm diese Verantwortung und führe das Ganze für euch beide in die passende Richtung. Die nächste Sache, die ich immer wieder sehe und die ganz problematisch ist, jage keinen uninteressierten Frauen nach. Wenn die Frau absolut nicht bereit ist, dir ihre Nummer zu geben, wenn die Frau nicht bereit ist, sich mit dir zu treffen, wenn sie immer wieder absagt bei Treffen, wenn sie immer wieder so halbarschige Antworten gibt, dann ist es einfach keine Frau, ja, die ich weiter investieren möchte. Ja, ich erwähne hier nochmal dieses Investment-Ding. Investment bedeutet einfach, wie viel Zeit und Energie und Aufwand investiert eine Person in eine Beziehung. Und eine Beziehung muss nicht heißen, dass ihr zusammen seid. Eine Beziehung kann auch einfach heißen, ihr kennt euch irgendwie und wollt euch vielleicht treffen, weil ihr euch interessant findet. Ja, wenn du so viel investierst und die Frau investiert nur so viel, ja, dann ist das ein Problem. Ihr solltet beide ungefähr gleich viel investieren oder die Frau ein bisschen mehr. Optimalerweise sollte auch auf Dauer ein gleiches Investmentverhältnis herrschen, gerade dann auch in einer Beziehung, aber du solltest nicht viel mehr investieren als die Frau. Viele Männer haben immer Angst davor, bedürftig zu wirken, also needy. Und bedürftig wirkst du immer dann, wenn du viel mehr investierst, als die Frau investiert. Das heißt, wenn du ständig nach Treffen fragst und die Frau dir ständig absagt, aber du immer wieder nach Treffen fragst und ihr immer wieder schreibst, dann investierst du deutlich mehr als sie und damit sinkt die Wahrscheinlichkeit ganz rapide, dass ihr euch jemals überhaupt sehen werdet. Das heißt, wenn die Frau kein Interesse hat, dann lass die Frau einfach in Ruhe, leg die Frau auf Eis, probier es später nochmal und wenn es dann nicht klappt, dann lässt du es halt komplett. Ja? Frauen, die mir ihre Nummer nicht geben wollen oder die sind so, nein, nee, dann bin ich jetzt so, okay, dann nicht. Dann lerne ich jetzt die nächste Frau kennen. Ist ja kein Stress. Ja, um die Ecke wartet schon die nächste schöne Frau. Deswegen halt dich nicht zu lange mit uninteressierten Frauen auf, sondern sieh zu, dass du die Frauen rausgefiltert bekommst, die tatsächlich Interesse an dir haben, weil mit diesen Frauen wirst du auch die geilste Zeit haben. Denn du kannst, und versteh mich nicht falsch, du kannst auch bei Frauen, die Widerstände geben, kannst du dranbleiben. Das kann man machen. Aber dann musst du damit in Ordnung sein, dass du unter Umständen immer wieder Widerstände bekommst und da immer wieder durcharbeiten musst. Kannst du machen. Also es ist nichts Schlimmes daran. Das ist auch eine Fähigkeit. Da hartnäckig zu sein, ist auch eine gute Fähigkeit. Nur ist die Frage,
klar, mit der Frau dann ein paar Mal schlafen, das ist bestimmt in Ordnung, aber willst du eine Frau, willst du mit einer Frau in eine Beziehung gehen zum Beispiel, bei der du ständig durch irgendwelche Widerstände kämpfen musst, wo es ständig ein Struggle ist, eine coole Zeit mit dieser Frau zu verbringen? Und meine Antwort und deine Antwort sollte auf diese Frage eher nein sein, außer du hast keine Ansprüche. Wie gesagt, für so eine Verführung, für so ein One-Night-Stand-Ding, okay, kann man durch Widerstände gehen, kann man auch mal näher, länger dranbleiben, bin ich auch voll dafür, aber das ist halt keine Frau, die auf Dauer taugt, wenn die halt permanent Widerstände gibt. Ja, du willst Frauen, die gerne bei dir sind, die sich dafür einsetzen, bei dir sein zu können, die auf dich zukommen, die Sex von sich aus initiieren, die Treffen von sich aus vorschlagen. Das sind die Frauen, die du haben willst. Glaub mir das. Ich habe schon beides erlebt. Ich habe schon mit Frauen Zeit verbracht, die das nicht gemacht haben. Ich war in Beziehung mit Frauen, die das gemacht haben. Und du willst auf jeden Fall Frauen, die von sich auch Dinge initiieren. Und deswegen sortiere einfach die aus, die uninteressiert sind. Du solltest dir klar machen, bevor du viele Frauen ansprichst, was du denn überhaupt willst. Manche Männer wollen eine Beziehung, andere Männer wollen viele Frauen ficken. Und beides ist in Ordnung, nur musst du dir klar sein, was du möchtest und je nachdem ändert sich auch deine Herangehensweise. Wenn du zum Beispiel sehr schnell sehr viel Sex mit Frauen haben willst, solltest du ein bisschen aggressiver flirten. Ja, da solltest du schneller Körperkontakt aufbauen, solltest schneller sexueller werden, um halt die Frauen auszusortieren, bei denen das nicht funktioniert. Zugegeben, das ist auch immer eine Zeitfrage. Nehmen wir mal an, du möchtest dein ganzes Leben jetzt darauf ausrichten, Frauen kennenzulernen, und du willst schnellen Sex haben, dann kannst du dir tatsächlich auch mehr Zeit lassen. Aber für den Standardmann da draußen, der sagt, ich möchte mehr Sex haben und ich habe einen Hauptberuf, den ich ausübe, also Frauen kennenlernen wird nicht mein neuer Hauptberuf, ist es wichtig, dass du die aussortierst, die nicht bereit sind für schnellen Sex, indem du relativ schnell beim Kennenlernen Körperkontakt aufbaust, indem du sexuelle Dinge sagst und schaust, wie sie darauf reagiert. Wenn du jetzt allerdings ein Mann bist, der sagt, hey, ich bin da eher auf Beziehung aus, ich möchte eher eine Frau über einen längeren Zeitraum kennenlernen, mir geht es dann nicht darum, jetzt jeden Tag eine neue Frau zu ficken, dann ist das auch okay und dann kannst du das Ganze ein bisschen gelassener angehen und kannst einen etwas normaleren Kennenlernprozess mit der Frau haben. Ja, da musst du nicht schnell auf bist du sexbereit oder nicht aussortieren, sondern da kannst du einfach, da brauchst du nicht unglaublich viel körperlichen Kontakt aufbauen, sehr früh, aber ich würde dir trotzdem empfehlen, die Frau beim ersten, spätestens zweiten Date zu küssen und mit ihr zu schlafen, weil darüber hinaus geht es dann irgendwann in diese Richtung, dass du vielleicht in der Freundschaftszone landest, weil du gar keine Handlung machst, gar keine Handlung in die richtige Richtung. Also ich mache das immer auf dem ersten Date, küsse ich die Frau, schlafe ich mit der Frau und zumindest probiere ich das immer. Ja, die Frau ist halt nicht immer offen für diese Sachen, aber ich werde auf jeden Fall diesen Move machen, weil, weiß nicht, die Frau gefällt mir halt, deswegen bin ich da und warum sollte ich irgendwas anderes machen? Ja, kann sein, dass die Frau nicht bereit ist und wenn du auf Beziehung aus bist, dann bist du auch in Ordnung damit, dann sagst du, hey, kein Stress, wir müssen nicht beim ersten Mal miteinander schlafen, dann kannst du auch beim zweiten Mal mit ihr schlafen oder beim dritten Mal, das ist überhaupt kein Problem. Eine Sache, wo ich es gerade noch erwähne, dieses Sex beim dritten Date regeln, das ist keine Sorge, wenn du ein Anfänger bist in diesem Bereich, diese Regel hat fast niemand wirklich im Kopf, das ist mehr so ein Klischee, das heißt, lass dich nicht von dieser Regel verunsichern, aber mach dir vorher klar, bevor du viele Frauen kennenlernst, was du eigentlich willst. Der nächste Punkt ist, dass du an deine Grenzen gehen solltest. An deine Grenzen zu gehen bedeutet, wenn du Frauen ansprichst, dann geh auch in Begegnungen, geh auch in Kommunikation, die dir Angst machen. Wenn da zum Beispiel zwei Frauen sind oder da ist eine Frau mit einem Mann oder eine Frau mit mehreren Männern und die Frau gefällt dir, dann geh mal in diese Situation und schau mal, was passiert. Also begib dich da ruhig an deine Grenzen und mach nicht immer nur Frauen, die alleine unterwegs sind, weil wenn du nur Frauen machst, die alleine unterwegs sind, dann gehen dir halt sehr viele Frauen auch durch die Lappen. Weil viele Frauen sind mit ihren Freundinnen unterwegs und shoppen, viele Frauen sind auch mit ihrem männlichen Kumpel unterwegs und sind shoppen und sind trotzdem bereit, einen attraktiven Mann kennenzulernen. Deswegen mach diese Dinge ruhig und schau mal, was passiert. Geh da an deine Grenzen. Das ist wichtig, damit erstens die Sache für dich auf Dauer auch spannend bleibt. Aber das wird dich auch als Mann trainieren, das wird dich auch als Mann attraktiver machen, denn Frauen werden immer Männer attraktiver finden, die an ihren Grenzen leben, die sich Dinge trauen, die auch mal ein Risiko eingehen können. Wenn du diese Dinge nicht machen kannst, bist du meistens eher so ein nice guy, so ein netter Typ, so ein Freundschaftstyp. Deswegen riskier mal Dinge, geh mal an deine Grenzen und probier Dinge und vor allem Gespräche, die dir vielleicht am Anfang Angst machen. Und die letzte Sache, die ich abschließend sagen möchte, ist, bleib dran und hab Geduld. Frauen ansprechen lernt man nicht innerhalb von einer Woche oder einem Monat, lernt man nicht innerhalb von 10 angesprochenen Frauen.
Ich habe in meiner Zeit über 3.000, 5.000, ich habe keine Ahnung, wie viele Frauen ich angesprochen habe. Ich habe so viele Frauen angesprochen in meiner Zeit. Zugegeben, ich wohne noch in Berlin, das ist unsere Hauptstadt, hat hier die meisten Einwohner und deswegen auch die meisten Möglichkeiten, Frauen anzusprechen. Aber ich habe so unglaublich viele Frauen angesprochen und je nachdem, von welchem Punkt du kommst, solltest du einfach Geduld haben. Wenn du immer schon gut mit Frauen warst und du willst es jetzt aufs nächste Level bringen und auch noch Frauen im Alter kennenlernen, dann kannst du wahrscheinlich erwarten, dass das Ganze ein bisschen schneller für dich gut funktioniert. Wenn du jetzt 30 oder 40 Jahre lang keinen Erfolg mit Frauen hattest, vielleicht noch Jungfrau bist, ist das nicht schlimm. Ja, und es ist super, dass du jetzt deinen Erfolg mit Frauen in die Hand nehmen willst, aber es wird dauern. Ja, es wird ein, zwei Jahre dauern, bis du an einem guten Punkt bist vielleicht. Mindestens mal ein Jahr. Hab Geduld. Du gehst ja auch nicht zum Fitnesstraining, um Muskeln aufzubauen und erwartest, nach einer Woche ein Sixpack zu haben. Ja, der Marketing-Teil möchte dir das manchmal so verkaufen, aber es funktioniert halt nicht. Wenn du an eine Sache rangehst, hab Geduld und geh auch langfristig an diese Sache ran. Sei dir klar, Frauen ansprechen, Erfolg mit Frauen, das lernt sich nicht über Nacht. Das ist nicht schwer, das zu lernen. Das ist eine einfache Sache. Du musst nur regelmäßig dranbleiben. Das ist das Letzte, was ich dir mitgeben möchte, hier bei den 10 Grundregeln, um erfolgreich Frauen anzusprechen. Schön, dass du dabei warst. Oben rechts in der Ecke kannst du den Channel abonnieren. Aktiviere auch die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Unten kannst du dir deinen mächtigsten Anziehungsschalter runterladen. Auf jeden Fall solltest du das tun, wenn du dieses Video gesehen hast. Und unten rechts in der Ecke habe ich ein Video für dich empfohlen, das dir weiterhelfen wird, das auf dich zugeschnitten ist. Schau es dir auf jeden Fall an. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin, ciao.